Dann wird hier gefragt, ist die Frau der Grund für das Übel im Mann? Ist die Frau der Grund für das Übel im Mann? Ihr müsst wissen, ein jeder ist verantwortlich vor Allah Azza wa Jalla. Und unsere Religion hat uns beigebracht, dass ein Mukallif einer, der schuldfähig ist, er wird zur Rechenschaft gezogen. Warum? Weil er auch ein Aqil ist, das heißt, er hat Verstand. Und wer Verstand besitzt, wird zur Rechenschaft gezogen von Allah Azza wa Jalla. Hier kann man nicht sagen, die Frau ist der Grund für das Übel im Mann. Es gibt eine Überlieferung bei Al-Bukhari, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, laula Hawa wäre nicht Hawa gewesen. Wer war Hawa? Ha? Die Frau von Adam alaihi salatu wasallam, lam tahun untha zawjaha. Wäre Hawa nicht, würde keine weibliche Person ihren Mann verraten. Allahu Akbar. Die Leute verstehen diesen Hadith falsch. Das heißt, Hawa hat als erstes gegessen vom verbotenen Baum. Hat was? Als erstes gegessen vom verbotenen Baum. Und danach Adam alayhi salatu wassalam. Richtig wäre, wenn wir sagen, dass eine Frau ein Grund sein kann, um einen Mann zu verführen. Aber letztendlich wird man zur Rechenschaft gezogen, natürlich, weil du hast das gemacht. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. Und Adam hat sich seinem Herrn widersetzt. Das heißt, hat er auch einen Anteil gehabt, Adam? Natürlich. Aber eine Frau kann was machen? Kann dich verführen. An alle Verheiratete, eine Frau kann dich verführen. Auch zur Sünde verführen. Du wolltest das vielleicht gar nicht machen, aber eine Frau will eine bestimmte Möbeleinrichtung. Aber dein Geld reicht nicht. Was sagt sie dir? Lass uns einen Kredit nehmen. Perfektes Beispiel für diesen Hadith. So, wenn du jetzt dem zustimmst, hast du einen Anteil an der Sünde, ja oder nein? Natürlich. Aber wer hat dir das schmackhaft gemacht, dich verführt? Die Frau. Deswegen passt vor allen Frauen auf, die Ikea lieben. Mein Ratschlag. Und macht das zur Bedingung im Heiratsvertrag. Ikea la. So. Obwohl im Arabischen sagen wir la. Aber dieses la, la, la. Im Heiratsvertrag. Wallahu ta'ala ala wa ala.